Ja, jetzt schon wieder. Ne? Also wo haben wir, wo sind wir stehen geblieben? Bei der deutschen Städte, ja. Ja, also wie gesagt, dann haben wir diese Beziehung aufgestimmt und damit konnte eine sehr solide Empfehlung an die Stadt Wien geben. Das heißt, wir haben gesagt, wenn Sie sonst so viele Radwege dort bauen, wo wir sie abgefahren sind, wenn wir gut Radfahrer natürlich fahren wollen, dann kriegt man sonst so viel Prozent Radverkehr. Das Konzept ist nachzulesen, ist ja publiziert worden. Wahnsinnig klein gedruckt, aber mit der Lupe, das ist schon außerfinden. Da sind die Radwege eingetragen. Die sind natürlich zu allen Schulen, zu allen Geschäftsstraßen hingegangen, irgendwo die Radfahrer hinwollen. Ne? Was hat die Stadt Wien dann gemacht? Sie haben 200 Kilometer Radweg auf der Donauinsel gebaut. Damit Sie sagen, ja, sie haben viel Radwege gebaut. Ne? Das war aber nicht der Zweck unserer Übung. Und die bauen heute noch an unseren 620 Kilometern. Und deshalb geht es natürlich mit dem Radverkehr nicht so weiter, wie es gehen sollte. Ne? Aber wir kommen schon langsam dorthin. Und Sie merken sofort, in dem Augenblick, wo Schwierigkeiten in Wien, haben wir ein sprunghaft steigeres Landverkehr. Ne? Können Sie sich erinnern, wie die Straßenbahner einmal so nicht fahren wollten, war blitzartig ein massenhafter Radverkehr. Das heißt, wir sind an der Kippe. Und die nächste Phase wird dann sein, dass wir mit dem Radverkehr auf die Vorfahrt zurückgehen und den Raum zurückerobern. Ne? Am Anfang muss man den Radverkehr in einem Schonraum aufziehen, genauso wie wir in der großen Pflanzen auch einmal gezogen werden müssen, bis sie kräftig genug sind. Und dann setzt es aus. Ne? Also wir kommen langsam in diese Geschichte. Und in der Zwischenzeit gibt es ja auch einen sehr tüchtigen, an einem Institut seinerzeit beschäftigten Radwegfachmann in der EMA 46, der Herr Plager. Und der macht jetzt ganz gute Lösungen. Also der markiert dann einfach einfahren, die Radverkehrszeiten gegen die einfahren und da kommen wir fort. Das ist wunderbar. Nutze ich fast jeden Tag. Und der kann jetzt damit schon umgehen. Die erste Zeit war er furchtbar, haben sie die Radwege gepflastert. Das ist ja verrückt. Also wir haben diese Radwege in der Opergasse und in der Argentinienstraße, den Radweg darf man nie pflastern. Ich meine, man kann nicht pflastern, so wie wollen. Ja, mit den großen Platten, mit den scharfen Kanten, keine Oberflächen geben können. In Holland sind fast alle Radwege gepflastert, aber die sind gar ganz flach. Während bei uns haben sie mit den kleinen gepflasterten, abgefassten Steinen diese Geschichte gemacht, wo sie dann auch so wie bei einem Rad rüberfahren. Also das sind diese Geschichten gewesen, aber wie gesagt, der Radverkehr ist logischerweise aus dieser Entwicklung herausgekommen und ist heute international recht anerkannt, Wien, in Bezug auf den Radverkehr. Wien hat einen guten Ruf. Der Ruf in Wien ist besser als die Infrastruktur. Ist aber logisch, weil die Touristen hauptsächlich die Touristenradwege benutzen. Die sind ja sehr gut ausgebaut, die normalen Radwege, die haben noch einiges zu wünschen übrig, das ist gar keine Frage. Also das merke ich jeden Tag. Oder wenn meine jungen Herren mit mir irgendwo durch die Stadt fahren, dann steigen die Grausbilder auf, weil sie natürlich nicht so erfahren sind, weil ich ja seit 59 in Wien mit dem Fahrrad kontinuierlich unterwegs bin und damit eine gewisse Erfahrung und Vorsprung habe, mich auch unter der gesetzlichen Rahmenbedingungen doch einigermaßen sicher zu bewegen. Und in der Zwischenzeit gibt es Radwege an Stellen, an denen ich festgenommen wurde, einmal vorläufig. Und zwar musste ich einmal im ersten Bezirk zur Bezirksvorsteherin fahren und da war bei der Holzeile herauf, Sie wissen, das ist der hohe Wald und da ist die Einfahrt auf. Ne? Und da gab es gleich einen Radweg, jetzt gibt es einen. Ne? Und ich war ziemlich knapp unter Zeit unterwegs und da fahre ich halt so hinten durch bei der Peterskirche und da ist diese kleine Fußgängerzone, wo es dann hinuntergeht in diese Einbahngeschichte, weil die Autos ja auch nicht. Und wenn man gesehen hat, dass die unter Rot bekommen, hat man Anzeige genommen und ist angekommen, ist zum Eck und konnte sich dort verkrümeln dann wieder, ganz normal in der Verkehrsflüsse. Und ich sehe gerade, es wird rot und ich beschleunige halt etwas nicht mit meinen 240 PS. Weil Sie wissen, in der Verkehrstechnik zählt ein Radfahrer wie ein halber PKW. Das wisst ihr nicht, gell? Die Verkehrstechniker in der 46er rechnen einen Radfahrer wie einen halben PKW. Das heißt, wenn ich neben einem 300 PS Auto stehe, wird es 150 PS. Also so wie nach diesem Motor habe ich halt dort beschleunigt. Aber ich habe da so aus dem Augenwinkel eine grüne, damals grüne Gestalt gesehen, die sich in eine Sprungposition begeben hat. Und da bin ich stehen geblieben und es ist mir gelungen, 10 cm ungefähr vor Beginn der Einbahn stehen zu bleiben. Der hat mich natürlich sofort arretiert und gesagt, Sie sind in die Einbahn gefahren. Und ich sage, sehen Sie, ich bin in die Einbahn. Hat ihn natürlich nicht erfreut, meine Antwort.
Und ich sage, sie wollten aber in die Einbahnfahrt. Ich habe gesehen, sie wollten in die Einbahnfahrt. Sagen Sie. Ich bin doch stecken geblieben. Darauf war er ja nicht mehr so lustig. Und dann gesagt, können Sie sich ausweisen? Aber ich sage, natürlich greifen wir Taschen und finden nichts. Nein, ich habe meine Brieftasche am Institut liegen lassen. Ich habe sehr schnell weggekriegt, ich sehe immer so ein und da habe ich den Termin gesehen, das war auch nicht mehr, weil es liegen lassen. Da habe ich gesagt, Sie wissen, was das bedeutet. Wenn Sie im öffentlichen Raum mal ausweisen unterwegs sind, habe ich gesagt, ich weiß, verrissen, das heißt, da war vier Festnahme. Dann hat er gesagt, ja, und hiermit sind Sie vor euch festgenommen. Aber ich sage, ich muss aber zu Beziehungsverstehen. Ich greife mir da schon Gott sei Dank meine Visitkarten gehabt. Die anderen haben meine Visitkarte gehabt. Ich habe gesagt, schau Sie, das bin ich. Hat er sich etwas entspannt. Hat er gesagt, die hat das nicht durchgefahren. Ja, weil das war auch alles schon. Ne? Also, das war meine Erfahrung. Das war aber sehr ähnlich den Erfahrungen zu Beginn der 70er Jahre. Wo wir damals die Radwege erhoben haben. Es gab damals 11 Kilometer Erinnerungsradwege. Erinnerungsradwege, eine Akte. Die haben wir gesucht. Der eine war in der Heidenstädter Straße, der ist immer noch. Und der zweite war in der Triester Straße. Richtung Triest. Der ist nicht mehr, der war damals auch nur mehr sehr schlecht erkennbar, weil da sind die Bäume durchgewachsen. Da waren schon andere Bäume, sind durch den Asphalt gewachsen, und über zugewachsen, einfach weil es kein Mensch. Und in der Heiligenstädter Straße war er verwahrt. Und da sind wir, der Herr Kloss und ich, sind dann zur Polizei. Und haben gesagt, das wollen die anders begraben. Und die haben uns froh, dass sie nicht ausgefutzt haben. Das war die Zeit, als wenn ein Radfahrer der Fußgängerzone war, damals haben sie gegangen. Also so haben sie die Zeit geändert. Das war ganz lustig, diese Abgeben. Ich muss sagen, es war eine echt verblendete Zeit damals. Aber wie gesagt, dank der Wiener Stadtverwaltung und der damaligen Politik, ist das doch ganz gut gegangen. Und ich, wie gesagt, habe wirklich viel Glück gehabt mit den politischen und administrativen Partnern. In der Folge sind viele Fußgängerzonen, Klagenfurt, Fieler, Wörls, Eisenstadt, Tour, also Deutschland, Italien, sehr viele gemacht. Aber ich habe immer die kleinen Zauber. Immer wieder wird behauptet, die Fußgängerzonen sind Geschäftsleiter. In der Zwischenzeit machen wir immer Vorher-Nachher-Untersuchungen. Und wir stellen in allen Fällen fest, in denen ich Fußgängerzonen gemacht habe, dass wir die Zahl der Leute, die in der Fußgängerzone unterwegs sind, in der Regel in kurzer Zeit auf das 2- bis 3-fache oder noch viel mehr erhöhen können. Also, was weiß ich, wenn wir 3.000 gehabt haben, haben wir sehr schnell 10.000. Oder in der ersten Stadt haben wir 6.000 gehabt, jetzt haben wir 40.000 pro Tag, die da durchgeht. Ja, und dann muss der Geschäftsmann selber schauen, was er mit 40.000 Euro einbringt. Naja, sicher, wer kann einfach einen Plan und eine Stadtverwaltung nicht machen? Der kann nur die Brieftaschen von das Geschäft bringen. Ne? Ob der für die Brieftaschen das Geld ins Geschäft einbringt, das ist nicht wirklich unser Kaffee. Ne? Und wenn einer herumjammert, dann ist er wirklich selber schuld, weil mehr kann man nicht machen. Ne? Und da wäre natürlich in vielen Bezirken natürlich Chancen, dass man diese Sachen in diesem Sinne weiter. Das wäre ja Agenda 21, ist ja ein cooles Instrument. Dazu, was allerdings notwendig wäre in Wien, wäre wieder einmal ein ordentliches, solides Verkehrskonzept. Weil seit diesem Konzept 75 gab es nie wieder eines. Was später gemacht wurde, waren immer so Schlagworte und Ziele, sage ich fast, oder die Grundlagen sind immer irgendwie aus den 75er, die wir damals gemacht haben. Das war die, also man muss solide planen. Das ist genauso wie vorher. Patienten, solide Vorbereitung für die Operation, die richtig operiere, ganz schlecht, solide Behandlung, ist er gesund. Wenn ich aber nur so einander fusch, mit Sprühen klopfe, aber muss einschneiden. Und das war damals ein massiver Einschnitt für die Stadt Wien. Ein damals für viele nicht vorstellbarer Einschnitt. Genauso unvorstellbar wie heute für die Wiener wahrscheinlich der Einschnitt wäre, dem Autostrom durch den ersten Bezirk freie Bahn gegeben. Da werde ich Stefans tun. So habe ich damals übrigens gesagt. Da habe ich gesagt, wenn wir jetzt so weitermachen mit dem Autoverkehr, weil es war ja ein Riesen. Wir haben damals einen Verkehrsbedarf nachgewiesen an Autofahrern nur den ersten Bezirk von 300.000 Autofahrern. Also wir hätten nur Autobahnen gebaut, hätten wir 300.000 Autos durchgeführt. Das ist logisch. Ne? Weil liegt im Schwerpunkt aller Bezirke, weil wir dort überall die Autobahn durchgeführt. Da habe ich gesagt, okay, dann bauen wir dieses Geschäft, der heißt. Der Steffel, habe ich gesagt, bauen wir zum Schulzentrum mit einem riesen Parkplatz
Und der Stefan kommt zur Breiten Church. Ne? Das waren so meine Sprühe damals, weil gegen die Autolobby, die massiv aufgetreten ist in dieser Geschichte. Das waren so. Man musste einfach Begriffe, formen, damit man darstellt, etwas herausarbeitet, die Alternative, die negativen Alternativen zu dieser ganzen Geschichte. Das ist auch notwendig. Verkehrsplanung ist nicht nur eine technische Arbeit, sondern sehr viel Sozialarbeit. Auch sehr viel Darstellungsfähigkeit. Man muss den Leuten zeigen, wie es ausschaut. Gegeben, aber immer so Zeitungen gemacht, damit die Leute sehen, wie es ausschaut. Also mit welchen Argumenten könnten wir jetzt das sagen, dass er mit der Fußgängerzone, weil das hat die und den Vorteil. So gesehen. Ja, das werden wir anfangen. Anfang ist es dort, wo sie die alte Fußgängerstruktur haben. Also wo die Stadtviertel und die Gassenstruktur, die so im 9. Bezirk einiges davon vorhanden, in der Zeit entstanden ist, als nur Fußgänger und Fuhrwerke unterwegs waren. Fußgängerzone heißt ja nicht, dass dort nur mehr Fußgänger sein. In der Fußgängerzone gibt es immer noch Lieferverkehr und einen gewissen Wirtschaftsverkehr, der ist immer noch vorhanden. Das heißt, diese Strukturen, die fangen sofort an, von selber zu leben. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass man die Geschäftswelt positiv darauf einstellt. Wenn man sie nämlich positiv darauf einstellt, dann machen sie sehr schnell mit. Und dann beginnt die Sache sehr schnell zu leben. Also das kann in einem Jahr schon positive Wirkungen haben. Wenn die Geschäftswelt bremst, dauert es 3 bis 4 Jahre, meiner Erfahrung. Aber sie kann sich nicht entziehen. Also wenn sie aber Fußgängerzone machen, dann ist noch 4 Jahre Erfolg da, ob sie wollen oder nicht. Natürlich können sie kein Geschäft wie in der Altstadt von Innsbruck neben den goldenen Dachl haben, das in dieser katastrophalen Situation vorher entstanden ist, da war eine Eisenrohrhandlung drinnen. Also das, was irgendwo draußen ist heute, Lagerplatz und sowas, und die Gebäude waren damals nur von Ausländern bewohnt, weil die reichen Innsbrucker haben Bretterverschläge hineingemacht, wo sie so ähnlich wie in Schiffen so Keulen hatten, wo sie um ihres Geld an Ausländer diese Keulen vermietet haben. So hat es damals ausschaut. Heute holen die alles selber drinnen. Also sie haben eine bessere Wohnqualität, sie kriegen, was auch sehr unbestätigt hat, natürlich eine qualitativ bessere Geschäftswelt. Wenn einfach das steigt, der Wert steigt. Der Wien ist ja auch ein Problem, wir haben eine super öffentliche Verkehrsbasis. Der bringt ihnen in fast alle Gegenden von Wien, bringt ihnen den Platte hinein. Ich habe gerade eine Untersuchung abgeschlossen mit der Wiener Wirtschaft und den Wiener Linien, die zeigen, wie die Wirtschaft, wie leistungsfähig der öffentliche Verkehr für die Wirtschaft ist. Also da kann man in Wien eigentlich ziemlich zugreifen. Aber man muss jemanden haben, der das nicht macht auch. Es hat keinen Sinn, solche Wunschträume zu haben, wenn der politische Partner nicht bereit ist, das zu machen, A, und B, das Geld zur Verfügung steht. Weil das kostet dann auch irgendwas. Sie müssen die ganzen Bordsteine auseinander, sie müssen eine schöne Gestaltung machen, sie müssen auch ein bisschen den Leuten unter den Arm greifen, in der ersten Zeit bei der Fassadengestaltung und so weiter. Aber das ist ja auch nichts dabei. Sie brauchen ja nur den Lomato nur vergessen. Da haben sie jede Menge Geld. Sie wissen gar nicht, was sie tun sollen. Der Wien platzt ja dort vorbei. Nicht, aber statt dass man diesen schwarzen Tunnel von der Arbeit erfüllt, was heißt denn da überhaupt zu machen? War das 30 sowas auch bei uns? Obwohl es mit 2 Milliarden, die wahrscheinlich 3 Milliarden kosten würde, wenn man ein baut, was Gott behütet verhindern möchte, ja, Geld mangelt es nicht. Ne? Das wird nur katastrophal falsch investiert. Ne? Also das wäre, also angenommen, die Stadt Wien würde sagen, okay, wir wohnen da im 9. Bezirk, weil ihr so eine super Agent 21 gemacht habt, da geben wir jetzt sonst 5 Millionen, ne? Jetzt tun wir was damit. Ne? Dann müssen Sie das ordentlich gestalten und dann planen und dann hinten noch einen Erfolg nachweisen. Ne? Ich untersuche alle meine Planungen, die umgesetzt werden sind, entweder auf meine Kosten, in der Zwischenzeit sind die Auftraggeber auch dazu übergegangen, weil es ja für Sie auch eine Erfolgsmeldung ist, dass Sie mich nachher untersuchen lassen. Ne? Ich habe gerade einen Versuch, den ich vorzustellen, sind wir heute gemacht habe. Wo wir gegen erbitterten Widerstand der Fußgängerzone umgesetzt haben, das ist natürlich schon extra Erfolg geworden. Und natürlich hat der Auftraggeber auch Freude damit, nicht, wenn das gut gelungen ist. Also, meiner Ansicht nach, ist das gleich zu machen. Es gibt ja schon mehrere Fußgängerzonen. Sie sprechen nur von der Kärntner Straße. Mir ist jetzt eingefallen, Katholikenstraße, mir ist eingefallen, Berliner Hauptstraße. Man kann eigentlich sagen, dass der Verkehr sowieso nur mehr rundherum geht. Ja? Ja, ja. Also, ich meine, es wäre der Ruin der Versicherungen, es wäre der Ruin der verschiedenen Radiofirmen und so weiter. Ich weiß nicht, ob man das alles vereinbaren kann. Ja, macht ihr nichts, keine Ahnung. Außerdem, wie ist das
wenn sie sich die erste Bezirkgruppe herum des Fußgängers fragen, was macht der dritte, was macht der neunte da? Auch Fußgängerzone. Relativ einfach, ja, ja, relativ einfach. Genau, das kleine ist der erste Bezirkgruppe. Da kann ich mit Leopold Kohl die Antwort geben. Floriani Wiener, aller wenig fein in Deutschland, sie wird besser sein. So ist es. Nicht? So ist es. Das ist immer sehr häufig das Argument, was passiert mit den anderen. Nicht? Das mache ich in meiner Wohnung auch nicht. Wenn ich meine Wohnung in Ordnung bringen will, dann muss ich die Wohnung in Ordnung bringen. Nicht schauen, was passiert mit den anderen. Ja, die Barometerabgaben haben wir jetzt, Gott sei Dank, sind natürlich lächerlich, nicht? Weil wenn Sie da das Auto im Bezirk auf die Straße stellen, haben Sie einen Wert von mindestens 200 bis 300 Euro pro Monat. Damit belasten Sie die Öffentlichkeit. Nicht? Das ist etwa der Mietpreis, den Sie da in der Marktwirtschaft verlangen müssen für diese Fläche. Nicht? Hat sich doch nicht schon einmal einen Plan gegeben, in den verschiedenen Bezirken die Ortskerne sozusagen der Bezirke als Fußgängerzone zu gestalten und untereinander zu vernetzen? Ja, das war 1974, habe ich diesen Auftrag gehabt, nachdem die Fußgängerzone ganz gut gekommen ist, haben wir diese Geschichte für alle Innenbezirke gemacht seinerzeit. Das ist so dicke Bände für jeden Bezirk, sehr im Detail, und an denen sie heute noch arbeiten. Und da sind wir damals im 9. Bezirk anfangen sollen. Und da sind wir am erbitterten Widerstand der Bezirksvorsteher gescheitert, was einen bei mir beschäftigten Ingenieur dazu zur Verzweiflung getrieben hat. Der ist dann weggegangen von mir und zu einer Straßenverwaltung gegangen, zu einer Stadtverwaltung ist er da gegangen, als Planer, weil er gesehen hat, er kommt mit Kopf durch die Wand. Ne? Da muss man wirklich einen langen Atem haben diesbezüglich. Das ist immer einfach ein Unverständnis der Lokalpolitiker mit dem Bezirk. Kann man das nicht wieder revitalisieren? Nein, das läuft ja eh. Das läuft ja eh. Das heißt, wenn ich diese alten Pläne nachschaue, die vorher irgendwo mal anderen im Vorlauf, und ich sehe wieder was, schaue ich nach, das ist immer noch, die arbeiten immer noch an diesen Plänen. Das war damals ein Wurf meiner Ansicht nach für die Politiker. Wir haben heute noch so rückschrittliche Politiker, ne? In den Bezirken, das ist ja furchtbar. Ich erlebe es ja bei der Straßenbahn. Die Straßenbahn hat an ganz bestimmten Stellen immer irgendeine Störung durch depperte parkende Autos. Ne? Ja, glaubst du, dass die wegbringen? Das ist drei Parkplätze, und da müssen 1000 Leute immer später in Kauf nehmen. Ich meine, also um das noch zu verstärken, aber wir reden da sowieso offene Türen ein, wenn man da dieses Basler Modell, das wir da mal in dieser Werkstätte gehört haben, beim Rathaus, diese Werkstätte war, wurde ein Basler Modell vorgestellt, wo man die Verkehrszeichen wieder zum Großteil entfernt hat. Und bis so. 12.000 Autos haben die immer als Misch. Die Autos sozusagen erzielt, die Autofahrer erzielt, dass sie schon vorausschauend fahren und die Fußgänger, sodass das ineinander fließt. Also wenn man das mit dem kombinieren könnte, hätte es Paradies auf Erden. Ja, das liegt aber sozusagen. Und wer war am Weg dorthin? Also Basel ist auch nicht unbedingt das Paradies auf Erden, aber es ist natürlich eine sinnvolle Lösung, das war keine Frage. Habe ich übrigens damals schon gesehen, ist ja lustig, Shared Space haben sie jetzt vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr in Wien als Erfolg präsentiert, das war eine Lösung von mir aus den 70er Jahren. Also eine ganz lustige Geschichte, aber macht ja nichts, ne? Ich meine, würde ich das sicher lösen. Also eine Frage, inwie wäre es denn möglich, also jetzt, es gibt ja mehrere Innenbezirke und sagen, also die politische Partner ist praktisch das Ausschlaggebende aufzuhören. Ja, das ist ja wichtig, ja. Und dass man halt, sag ich mal, einfach Empfehlungen bekommt, in welchen Bezirken sind denn jetzt Leute praktisch in den Bezirken aktiv, mit denen sich solche Konzepte umsetzen lassen. Wenn solche Bezirke vorhin sind oder etwas auch immer. Also, und dass man dann halt auch aus dem heraus einfach in der Erfolgsmodelle auch vorzuweisen kann, den anderen Bezirken, damit die anderen auch den Mut irgendwie aufbringen oder dann auch wieder etwas Schönes sich auf den Herzen geben. Also das ist absolut wichtig, was Sie sagen. Aber ich bin nicht der entscheidende Politiker. Das heißt, wenn der Politiker, wenn dem Politiker eine Agenda 21 am Herzen liegt, dann würde er genau das machen, was Sie sagen. Das heißt, er würde gute Lösungen fördern und die miteinander vernetzen und sagen, schaut, das wird jetzt, so mache ich es nämlich immer. Gut, aber ich bin der Agenda 21 wäre, also jetzt die Belohnung zu viel zum Sterben, aber zu wenig zu sterben. Da muss man nicht kleckern. Wie gesagt, vielleicht ist jede Menge unterwegs. Ich kann mir nicht vorstellen, dass heute, ich verstehe nicht, wie heute noch ein Mensch
Er weiß, dass wir Big Oil hinter uns haben, 2006 oder 2008, einen Zentrum Fahrbahnbau investiert, die eine Lebensdauer haben, als Bauingenieur Kennedy, von 100 Jahren. Dann passt die Autobahn ungefähr genauso zur Zukunft wie ein Mühlstein zu einer Wettbewerbsschneewand. Völliger Unsinn. Völlig absurd. Also das heißt, da müsste man jetzt das Geld wirklich so schnell wie können in solche Maßnahmen für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer, Verbesserung der Lebensqualität und öffentlichen Verkehr stecken. Und dann könnte man wieder ein Stück weiterkommen. Ich glaube, du bist bewertet. Also, eigentlich hätte ich gerne mehrere Fragen. Das eine, was Sie kurz sagen, könnten Sie bitte noch etwas erläutern, wie das in Seoul gelaufen ist? Also in Seoul ist die Geschichte, ich kenne das zufällig, ich habe es nicht gemacht, das ist ein Kollege von mir jetzt geworden, aber er ist ein guter Kollege von mir, ein Freund von mir, und ich habe alle Unterlagen von ihm auch bekommen, und er hat mir auch sozusagen plastisch geschildert, wie das abgelaufen ist. Der Bürgermeister wurde, glaube ich, 2001 gewählt und war CEO von Hyundai, der natürlich bei Hyundai alle drei Monate Erfolgsbilanzen legen musste. Als er aber Bürgermeister wurde und mit der Frage konfrontiert wurde, diese Autobahn, die nicht mehr tragfähig genug war, dass er den Verkehr tragen wollte, weil es war 22.000 Autos sogar drauf, die war schon hinten. Die haben es 58 bis 63 gebaut, nach 40 Jahren war die praktisch abgenutzt und hin. War ein nationales sozusagen Monument der Volksgeschichte Südkoreas. So ähnlich wie Kaprun ungefähr für Österreich. Weil nach dem Koreakrieg haben sie von Amerikanern Unterstützung bekommen, haben wir diese Autobahn in diesem Fluss drüber, der praktisch in die Kloake war, drüber gebaut. Und dann hat der Bürgermeister sich erkundigt, weil er gesagt hat, jetzt, wenn ich das Geld in die Hand nehme, muss ich die 40 Jahre Fahrtkosten tragen. Und dann hat er geschaut, wie werden die nächsten 40 Jahre wahrscheinlich ausschauen. Und dann haben sie extrapoliert die Erdölpreise und sind darauf gekommen, dass sie um 2018 die 1000 Dollar Grenze wahrscheinlich überschreiten werden, besonders unter Berücksichtigung der Entwicklung von Indien und von China. Ich könnte Ihnen alles jetzt an Bildern zeigen, aber es dauert noch zwei Stunden. Ich habe morgen Vorlesung in Budapest. Bestimmt hätte man gesagt. Ja, das hat den Bürgermeister dann bewogen, Alternativen zu überlegen. Und die Alternative war Schnellbussysteme, Umbau des öffentlichen Straßenraumes, ein völlig neues öffentliches Verkehrssystem, ganz toll organisiert mit der letzten Technologie, auf Busphase mit U-Bahn und Abriss der Autobahn. Das heißt das. Und das hat man in 4.300 Verhandlungen mit der Geschäftswelt. Die Geschäftsleute haben Barrikaden, also war schon viel schlimmer als in Wien. Also was er dort erlebt hat, war etwas verschärft, was ich 30 oder 40, 35 Jahre vorher da erlebt habe. Ich habe ungefähr das Gleiche gemacht, wie der Kollege auch. Das heißt, da hat er die Fachbeamten dann eingesetzt, so wie man die Stadien nicht damals eingesetzt hat, an die Front. Also ich bin an die Front gegangen und damals hat er auch die Fachbeamten an die Front geschickt und auch einen Kollegen von mir. Und die haben in 4.300 Verhandlungen gemacht mit den Geschäftsleuten und haben sie so weit gebracht, dass sie ihre Aggressionen und Blockaden und Brand, die haben angezündet, also war ganz gut, eingestellt haben und gesagt haben, okay, wir schauen uns das an, was da passiert. Also Überzeugungsarbeit, genau so wie ich damals auch. Dann haben die Stil gehabt und haben sie Autobahn abgerissen und 2005 den Fluss freigelegt. 2005 haben sie diese Geschichte eröffnet und die Geschäftsleute haben festgestellt, es bleibt mehr Geld länger. Das überzeugt die Geschäftsleute. Innsbruck, Berlin, genau das Gleiche. Die Geschäfte, was die aufgeführt haben gegen mich damals bei der Fußgängerzone, ungefähr 9 Jahre später tauchen drei Herren im dunklen Anzug, im Anzug bei mir auf. Wohlgeweihte Herren aus Innsbruck. Aber die haben wir jetzt auch nicht ein, weil die ja von damals noch. Ne? Aber die waren so fest wie gekleidet, sodass sie nicht den Eindruck gemacht haben, dass sie mir auch inzwischen wollen. Und dann haben sie gesagt, Herr Professor, hör was mal. Ich sage, ja, was habt ihr denn? Ich habe gesagt, ich mache viel Umsätze in der Fußgängerzone. Ich gehe was nicht ausweiten. Dann habe ich auch, im Auftrag der Geschäftsführung habe ich dann den Versuch gemacht, dass wir die Geschichte ausweiten. Also so war die Geschichte dann in Seoul, das war die Ursache. Das heißt, die Verantwortung für die Zukunft hat den Bürgermeister dazu, ich sage ganz mal, dazu bewogen, dass er gesagt hat, ich kann dieses Geld für diese Art nicht mehr in die Hand nehmen. Wenn ich das Geld in die Hand nehme, dann nehme ich es für etwas anderes in die Hand, nämlich um eine bessere Zukunft für die Stadt zu gestalten. Das war. Und wie schaut es mit dem öffentlichen Verkehr dann aus? Der öffentliche Verkehr, die haben U-Bahn. Und die haben eine ganz, also wir haben die Autospuren weggenommen und Schnellbusspuren eingerichtet. Und diese Schnellbusspuren, also ein super System, haben vierfarbige Busse, die an der Farbe erkennen lassen, wo die fahren.
und an den Nummern weiß man, was sie miteinander verbinden. Und dann haben sie ein so berührungsfreies Ticketsystem, wie es in Asien heute üblich ist, genommen. Das heißt, das ist bequem für die Benutzer geworden und so weiter. Und dann haben sie Straßenräume umgebaut, die dann mehr Bilder zeigen. Wo früher auch davor kommen worden sind auf einmal Plätze entstanden mit Grünzonen und dergleichen. Also das haben sie gemacht. Es sind drei Dinge gleichzeitig gelaufen. Also nicht nur Abriss der Autobahn, sondern öffentlicher Verkehr. 120.000 Autos sind einfach weg. Sind einfach nicht mehr da. Aber das sind in Wien auch, die habe ich untersucht. Die sind auch verschwunden einfach. Ich habe diese Geschichte beim Karlsplatz seinerzeit untersucht, da waren auch 60.000 Autos, die man da im Querschnitt gehabt hat. Da war während die Hälfte auch weg. Ist ja nichts dabei. Am Auto fällt ganz drauf. Brauchen Sie nach Hause schauen. Solange immer nur einer im Auto sitzt und Sie haben fünf Sitzplätze drinnen, können Sie vier Autos wegnehmen. Ja, ist ja kein Mensch. Wir haben ja die Reisgruppen, die ich seinerzeit saniert habe in Wien. War genau die gleiche Geschichte. Nicht? Wir haben damals gesagt, den Leuten, dass wollen die Autos gemeinsam nützen. Wir haben vorher 1,2 Autos, Personen pro Auto gehabt, dann haben wir die Reisbrücke nicht gehabt. Dann haben wir denen gesagt, über den Querschnitt der Donau sollen sie die Autos gemeinsam nutzen. Der ist sofort hinaufgegangen auf 1,71. Gibt es eine Arbeit von mir. Und kaum haben wir, ich habe dann die Reichsbrücke geplant, die Behelfsbrücke, die jetzt ist, also die Behelfsbrücke. Und kaum war die offen, sind 40.000 Autos durchgekommen und der Besitzung sind sie wieder runtergegangen. Das heißt, im Autoverkehr braucht da wirklich so auch nichts dabei. Sie sehen ja auch da im 19. Bezirk, haben wir auch die Gehsteige vorgezogen bis zur Straßenbahn. Wo sie mit der Autospur nicht mehr durchfahren können. Früher sonst anstehend der Straßenbahn noch fahren können. Da haben wir die Gehsteige, das war nicht aus dem 75 Jahren, da haben wir die Gehsteige vorgezogen, nichts passiert. Vor nach vorne leiten wir für den Verkehr. So ist das gewesen, ich sehe. Und der Bürgermeister ist dann aufgestellt worden von der Wirtschaftspartei zum Präsidenten. Sie haben gesagt, mit aufmutige oder in Zukunft schauende Politiker, jetzt wissen wir ja, dass der Stadtrat Schicker bei dem falschen Anfall ist mit der Autobahn und ja, anderen Projekten. Ja. Was können wir machen, dass der möglichst schnell abgesetzt wird? Das ist so schön. Das ist so ein Meine Frage wird nicht im selben Richtung. Ein Raum dadurch ein Dialog, also ein Bürgermeister für Dialog, sondern ein Raum. Der Bürgermeister ist nicht schlecht. Der Bürgermeister ist ein Raumplan als. Das ist was anderes. Das ist, ist nicht mehr wie ausgebildeter Raumplan, aber vorher Bürgerrecht. Aber es gibt auch von mir ausgebildete Raumplan. Viele andere Raumplaner hatten durchaus die Hoffnung, dass das vielleicht besser wird. Also ich habe von Leuten, die eben bei Ihnen studiert haben und woanders studiert haben, gehört, da war durchaus die Hoffnung, da endlich jemand, der die Materie versteht. Nein, sehr gut. Das haben Sie nie so gesehen. Nein, das habe ich erstens einmal nie so gesehen, weil ich weiß, wer den ausgebildet hat. Also es ist nicht jeder Raumplaner, der sich so nennt. Ne? Oder der ein Diplom dafür hat. Also das ist ja keine Frage. Und die Raumplanung hat sich enorm verändert in den letzten Jahrzehnten. Also, wie gesagt, das Schlimme ist, man glaubt, der ist ein Raumplaner, und der weiß nicht, was das ist. Ne? Aber Schicker ist sicher ein ganz netter Kerl persönlich. Aber wie gesagt, wir sind lieber raue Burschen, lieber, die ehrlich und geradlinig sozusagen, er muss ja kein Vormann sein, er muss nur ein Gefühl haben dafür, was ist für die Stadt notwendig. Also ein Hatzl war mir kein unangenehmer Partner, der so eher so ein harter Bursche war, aber wenn man den überzeugt hat und der Schock hat, oder gesagt hat, das ist gut für den Stadt, hat das gemacht. Ne? Es gab dann sehr eloquente Stadtplaner, die dann entsprechend schwierige Lösungen Lösungen gemacht haben, die natürlich, da Sachen, die Operationsnadel immer. Und das sieht man, die Kärntnerstraße und, die Rüberstraße und die Radstraße, Hauptstraße sind schlecht operierte, nur Narben. Nicht? Die hat die nie so gemacht. Das ist eine unsaubere Operation, das Saft es halt immer, nicht? Das ist eine brandige Stelle. So darf man nicht operieren. In Wien werden wurde die U-Bahn ausgebaut, auf der anderen Seite werden Straßenbahnen eingestellt. Wenn man nach Frankreich schaut, Paris, werden Straßenbahnen ausgebaut. Überall große Teile. Ich bin in Japan unterwegs, in vielen Ländern unterwegs sind Straßenbahnen. USA, ja. Also wie schätzen Sie das ein? Was gehört eigentlich in diese Stadt gemacht? Also Straßenbahnen kommen Sie in den Fahrgastplaner, Sie können diese Anträge alle mit uns unterstützen. Im Augenblick nutzt nichts die ganze Geschichte. Sie dürfen nicht vergessen, es gibt eine Tiefbauindustrie. Und hinter dieser Tiefbauindustrie stehen mächtige Banken. Also, das ist ein Fitterfittich. Das
typisch nicht auf die Leute denken wird, die Parkgarage in der Spitalgasse beim Haus der Zukunft aus der Forschung zu verdanken haben. Also nein, ich habe eins, die nichts gegen Garagen, wenn ich oben ausräume. Ne? Es gibt bei mir eine Arbeit aus dem Jahr 75, wo ich sage, für einen Parkplatz in der Garage muss man um 1,6 Parkplätze weg.